Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses schöne Thema, um eine Bodenplatte in der Tiefgarage mit mehreren Gefällen, wie wir diese modellieren und dazu noch vielleicht einen kleinen Schlitz dazu hinzufügen. Das ist unsere Mission heute. Mehr und nicht weniger soll es sein. Aber es gibt hier viel zu lernen, viel zu wissen. Und da beginne ich erstmal mit den freien Ebenenpaaren, denn die müssen wir erstmal verstehen. Wenn wir diese kapiert haben, dann können wir auch easy peasy diese Bodenplatte erzeugen. Ich habe da was Kleines vorbereitet, damit man die erste Lektion lernen kann. Ich gehe jetzt in die Seitenansicht. Ich habe hier freie Ebenenpaare erzeugt. Freie Ebenenpaare sind sozusagen Ebenen, an denen sich dann die Bodenplatte anschmiegt. Zweimal dieselbe oder komplett identische Ebene, ich habe sie kopiert, und diese blauen Linien hier sind 3D-Linien, damit man die das Gefälle erkennen kann. Ich erzeuge mal noch eine 3D-Linie, ich merke gerade, das wäre noch besser, wenn ich diesen untersten Punkt, den ziehe ich bis ganz rüber, ich mache mir diese Linie jetzt schnell noch in Orange, dann sehen wir den Oberpunkt des untersten, vom unteren Bereich. Und jetzt modifiziere ich einmal diese Ebene mit den Griffen. Ich packe mir den mittleren Griff und setze die Bodenplatte 1 Meter nach unten, also in Y-Richtung. Machen wir mal 2 Meter, dann sieht man es vielleicht besser. 1,5, weil sonst reicht die Linie nicht aus. Okay, gut. Und jetzt Punkt modifiziere ich von der unteren Ebene alles um 1,50 Meter nach unten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Seitenansicht an, was sich getan hat. Also wir sehen unseren orangen Strich. Auf der linken Seite, wo wir die Griffe benutzt haben, hat sich jetzt das Gefälle verändert. Weil unser Unterpunkt ist an derselben Stelle gleich geblieben. Also wir haben nicht diese Neigung verlängert um 1,5 Meter, sondern wir haben den Punkt, der 1,50 Meter weiter herin war, genau auf derselben Höhenquote nach rechts gezogen. Mit Punkt modifizieren haben wir das anders gemacht. Wir haben jetzt nicht mehr diesen Orangepunkt, der wahrscheinlich hier war vorher, sondern wir haben das komplette Gefälle weitergezogen, genau in der Neigung genommen, zack. Das würde heißen, wenn wir mit Griffen arbeiten würden, dann würden wir das Gefälle verändern. Das heißt, wir müssten auf unserem Plan draufschreiben, Gefälle war zuerst vielleicht zum Beispiel 2% und jetzt sind es mehr geworden, sagen wir 2,3%. Hier, wenn wir Punkt modifizieren, müssen wir das Gefälle nicht ändern. Das müssen wir nicht dran schreiben. Allerdings müssen wir hier halt die Gesamtbreite jeweils natürlich dran schreiben. Das vorweg, das ist wichtig zu begreifen. Jetzt gehe ich zu meiner Bodenplatte. Ich mache eine Ableitung von der Bodenplatte. Hier wollen wir gerne übernehmen, von hier. Und wir gehen wieder 100 Meter nach rechts. Dort haben wir jetzt nur eine 2D-Ableitung mit Linien. Und hier erzeuge ich jetzt meine Ebenen. Dazu freies Ebenenpaar heißt der Befehl. In diesem Fall hätte ich jetzt eine Flächensuche drin, nein, eine automatisierte. Ich kann. Normalerweise habt ihr die Geometrie nicht vorgegeben. Dann geht ihr eigentlich wie folgt vor. Ihr nehmt den untersten Punkt und den obersten Punkt einmal. Escape das Ganze. Ich lösche jetzt alle rosanen Linien raus, damit die uns nicht verwirren. Genau. Nochmal. Gut. Also wir haben jetzt eine Ebene drin. Und an der Kante wollen wir eine Schräge drin haben. Wie machen wir das? Wir haben gelernt, Punkt modifizieren und Griffe ist etwas anderes. So, jetzt müssen wir aber auch erstmal die Höhen klar festlegen.
Das können wir entweder, dass wir wieder in das Drahtmodell zurückkehren und alles hier punktmodifizieren oder verschieben. Oder wir schnappen uns den Befehl Ebenen modifizieren. Dort haben wir die Auswahl, ob wir die obere Ebene verschieben wollen, die untere oder die Punkthöhen angeben. Und hier machen wir die Punkthöhen. Ich sage okay, wähle mir die Ebene aus. Hier. Und jetzt, wenn ich in den Punkt 1 gehe, dann wird er mir hier grün markiert. Ich habe grün eingestellt für Markierungen. Bei den meisten ist es wahrscheinlich, glaube ich, rot. So, und jetzt kann ich sagen, die Oberkante von dieser Bodenplatte, sagen wir mal, das Gefälle unten ist genau 0 und die Bodenplatte soll am Ende 30 cm sein. Dann gehen wir auf minus 0,3. Der nächste Punkt ist dieser Punkt hier. Machen wir mal, die Oberkante ist 0,20 und wir brauchen wieder 30 cm, damit ich nicht rechnen müsste. Also, wenn ihr komplizierte Sachen habt, könnt ihr hier genauso eine Formel eingeben und es wird euch ausgegeben. Ne? Das könnt ihr jetzt zwar per Kopf wahrscheinlich nachrechnen, aber nur so, wenn ihr komplizierte Zahlen habt mit vielen Nachkommastellen, dann könnt ihr auch hier einfach ausrechnen lassen. So, und jetzt haben wir den dritten Punkt, der ist hier. Der hat dieselbe Höhe wie hier. Da geht man normales her und kopiert man sich die Höhen von dem anderen Punkt. Warum macht man das? Damit man erstens keine Schreibfehler hat und meistens hat man nicht so einfache Punkte, wie ich sie mir jetzt da hier gewählt habe. Und das war es jetzt auch schon. Also wir haben diesen Punkt und diese zwei. Allplan weiß jetzt automatisch, in welche Richtung das Gefälle laufen wird, durch drei Punkte. Wir schließen das Ganze. Ich setze mal eine Bodenplatte hier drauf und schauen wir uns mal an, was wir erzeugt haben. So. Okay, da hat jetzt etwas nicht geklappt und das kontrollieren wir jetzt gleich mal noch. Wo ist der Fehler? Also nochmal in Ebenen modifizieren. Wir gehen wieder rein, Punkthöhen oben, unten. Da hier. Okay, den letzten Punkt hat es nicht schön übernommen. Zack, zack. Wieder ein Zack-Zack-Abo bitte. Schließen. Jetzt müsste aber funktioniert haben. Super, wunderbar. Jetzt haben wir die erste Fläche, die ein Gefälle hat. Also der untere Punkt ist hier, der obere Punkt ist hier. Könnten wir jetzt auch 15 cm drüber hinaus. Strahlungsdings da. Ne? So, jetzt wollen wir aber hier diese Schräge in 45-Grad-Winkel nach außen ziehen. Wie machen wir das? Wir können jetzt entweder hier Punkt modifizieren, rüber und dann haben wir es. So, jetzt wäre mein Tipp, das Ganze hier spiegeln und kopieren. Mit Rechtsklick, Summenfunktion und jetzt haben wir hier das Plattenfundament plus die Ebene. Wir spiegeln es hier um diesen Punkt herum. So, nochmal zack. Wunderbar, schaut schon mal super aus. Ist wirklich gut geworden. Jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir den Punkt hier nach oben oder wollen wir den Punkt modifizieren? Wir wollen eigentlich meistens Punkt modifizieren. Ich nehme diese zwei Punkte. Zack. Zack. Linie knicken. Diese Ebene und jetzt in 45 Grad Winkel nach oben. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Ebene. Das ist aber die komplizierteste. Plattenfundament könnten wir jetzt durch die Inselfunktion zum Beispiel uns suchen lassen und haben jetzt alles bis auf doch ja, genau bis auf die Aussparung, weil wir hier Linien drin haben. Machen wir aber auch gleich noch. Such bitte das Ganze hier und such es auch hier. Ihr könnt es ruhig aufteilen, ist aber kein Muss. Am Schluss machen wir hier noch einen Durchbruch rein und hier einen Schlitz und dann haben wir alles geritzt. So, jetzt brauchen wir diesen Punkt und diesen Punkt, den haben wir aber. Und diesen Punkt, der ist jetzt schwieriger herauszufinden, denn der ist ja nicht gegeben, der Punkt. Gehen wir einfach hier in unsere 3D-Darstellung. Ihr könnt entweder, wenn ihr jetzt die Plattenfundamente noch nicht modelliert habt,
Ansicht, Ebenen anschalten. Warum sehe ich die Ebenen jetzt nicht? Ach so, weil es nicht traut ist. So, genau. Jetzt könnt ihr genauso hier in der Drahtansicht, wenn der Bewegungsmodus aus ist, einfach per Messen Koordinaten hier den höchsten Punkt hier nehmen. In der Z-Koordinate haben wir hier zufällig 0, 1, 2, 3, 4, 8. Hey, komm. Also, 4 Stellen nach dem Komma. Das ist ja wie... Das ist krass. Also, da muss jetzt ein Like her und ein Abo. Es ist 10 Uhr nachts und ich mache euch das Video. Jetzt, bitte, hallo, hier. Das ist noch eine Linie, die machen wir weg. Boah, cool, oder? Ich bin ja sprachlos. Hat das jetzt funktioniert? Ich bin noch so baff von den 1, 2, 3, 4, ne? Ja, dich, gut. So, jetzt machen wir unsere Ebene wieder. Jetzt schalten wir wieder alles ein, unsere Linien, die wir brauchen. Wir machen ein neues Ebenenpaar, freies Ebenenpaar. Wir haben diesen Punkt vorhanden, wir haben diesen Punkt vorhanden und wir brauchen diesen Punkt. Gut, wir escapen. Jetzt modifizieren wir die Ebenen, Punkte oben, unten. Jetzt möchte ich als erstes den einen crazy Punkt, da ist er, oben. Jetzt haben wir 0, 1, 2, 3, 4, 8, ich werde bekloppt, ne? Und jetzt minus 0,3. Genau, also das meinte ich vorher, dann müsst ihr dasselbe nicht errechnen. Ach, da ist der Punkt. Ich habe nichts gesehen, voll lauter Kreuzpunkte. Hier ist der andere Punkt. Der war auf, was hatten wir da? Haben wir da bloß 0,30 gehabt? Ja, 0,20, oder? Und hier minus 0,10. Dann haben wir noch diesen Punkt hier. Der war genau bei 0. Und hier minus 0,3. Ja genau, weil es geht ja wieder nach oben. Schließen. So, jetzt können wir wieder Punkte, Linien, Knicken hier einfügen. Und hier einfügen. Und jetzt lösche ich mal das Plattenfundament. Das schiebe ich auch raus. Jetzt erzeuge ich mir mein Plattenfundament ohne Flächensuche. Moment, stopp. Klick schnell die Eckpunkte ab. Und so habt ihr schon mal euer Grundgestell. Jetzt sagt ihr mir hier, Moment, da ist was rosa, weil irgendwas muss sich da überlappt haben. Ist mir jetzt erstmal egal, weil das stimmt alles, was wir hier gemacht haben. Von unserer Platte, von unserem Plattenfundament. Und das passiert normalerweise, wenn sich Ebenen berühren, dass irgendwas hier kaputt ginge. Was auch möglich wäre, ihr könntet auch das Dreieck hier teilen. Den Punkt angeben und dann rüberspiegeln und wieder mit Punkte knicken reduzieren. Funktioniert genauso. Ja, machen wir gleich mal. Also ich kopiere mal nochmal alles hier rüber. Ich zeige euch, wie ich das gemeint habe. Ach komm, jetzt muss ich diese Fläche da löschen. Füllfläche. Gut. Diese Ebene schmeiße ich raus. Aber jetzt beide gelöscht. Wurscht. Ist mir jetzt auch egal. Es geht ja jetzt um diese Ebene hier. Also, wir erzeugen sozusagen eine neue Ebene. Doppelrechtsklick hier. Von hier nach hier. Rechtsklick Y fest und verschieben wir hier auf diesen Punkt. Escape. Jetzt haben wir unser Dreieck. Jetzt werden wir nochmal die Höhen anpassen. Ebene modifizieren. Punkte wieder reinklicken. Der erste Punkt hier ist hier der oberste Punkt. Wir hatten 0,20 minus 0,10. Hier haben wir 0 minus 30. 0. Minus 30 schließen und das können wir jetzt auch einfach kopieren und spiegeln.
Wenn jetzt in diesem Teilbild hier nichts mehr kommen würde, könntet ihr einfach diese Ebene so stehen lassen. Mache ich allerdings nicht. Ich knicke sie jetzt hier zu diesem Punkt. Hier nochmal zu diesem Punkt. Na, komm. Hier nochmal zu diesem Punkt. Und den Punkt modifiziere ich nur hierher. Und jetzt habt ihr dasselbe Resultat wie vorhin. Wunderbar, wunderbar. Hätten wir die Linien getroffen, wäre mir echt gut gewesen. Ach komm. Punktmod. Das ist alles, was mir bleibt. Der Punktmod. Gut, also funktioniert genauso mit der Sache. Wichtig ist natürlich, dass eure Bodenplatte bei der Höhe, wenn ihr es aktiviert, nach der oberen Bezugsebene geht und in der Unterkante nach der unteren Bezugsebene. Ganz wichtig, sonst wird es natürlich nicht funktionieren, wenn ihr jetzt Absolutwerte nehmt. Die Wände drüber, da macht ihr bei der Höhe für die Unterkante Übernahme vom Bauteil Oberkante. Da klickt ihr dann da drauf und dann nehmt ihr euer Plattenfundament. Ich mache jetzt abbrechen hier. Das macht ihr dann bei den Wänden drüber. Jetzt setze ich noch einen Schlitz hier ein. Das mache ich hier. Ich lösche nochmal diese Füllfläche raus. Ich möchte wissen, warum hier ein Fehler angezeigt wird. Wunderbar bei so einem Tutorial, wenn so ein Fehler angezeigt wird. Das liebe ich. Ja. Gut. So, jetzt machen wir unseren Schlitz hier rein. Funktionen. Architektur. Ja, ich mache es meistens aus dem Assistenten, deswegen muss ich es jetzt hier suchen ein bisschen. Kriegen wir aber. Eine Aussparung. Hier rein. Hier rein, Aussparung. Wir brauchen die Höhe. Höhenbezug. Wir machen wir hier. Wir wollen unten gerade haben. Deswegen machen wir einen Absolutwert. Wir hatten Oberkante, na die, also der Oberkante im untersten Punkt im Gefälle war, was haben wir gemacht? Ich kann mir gar nichts merken, oder? War das 0,10? Nein, 0,0 haben wir gehabt. 0,0. Also die Oberkante ist 0, die Unterkante ist 0,0. Minus, machen wir 0, wir machen 5 cm, ich bin ein bisschen müde. So, und hier machen wir 0. Wir müssen ein bisschen höher, weil also die Ebene, hier müssen wir Oberkante Ebene machen. Okay. Jetzt drehe ich das Ganze. Mittelpunkt. Hier rein. Okay, wir haben ein bisschen einen breiteren Schlitz gewählt als in unserer Skizze. Das können wir aber auch nochmal Punkt modifizieren hier. Und hier auch. Und jetzt ziehen wir das Ganze nach vorne. Ja, wunderbar. Jetzt schauen wir uns die Bodenplatte an. Jetzt haben wir wirklich die Gefälle, hier das Gefälle, einen Schlitz drin und einen Durchbruch. Also, wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr noch einen Bodenplattenüberstand machen. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr einfach eine Tiefgaragenbodenplatte modelliert. Wenn es dazu Fragen gibt, weil die können noch extrem viel komplizierter sein. Aber ich finde, mit frei Ebenenpaare ist es der leichteste und beste Weg. Wenn es hierzu Fragen gibt, jederzeit gerne. Das war's, euer Peter. Ciao, ciao.